Hallo zusammen und willkommen beim Teamchef Oberboss. Ich bin der Putze und wenn ihr diesen Necron-Obelisken cool findet, dann müsst ihr jetzt dranbleiben. Als erstes habe ich mir für den Obelisken Schablonen ausgeschnitten aus Papier. Ich habe hier einmal ein Trapez und einmal ein Dreieck ausgeschnitten. Die Maße vom Trapez sind einmal in der Länge 17,3. In der unteren Breite habe ich 7 cm und oben hat es 3,5 cm. Das Dreieck, messen wir gerade mal für euch nach, ich weiß nämlich selber gerade nicht mehr auswendig, hat unten einmal 3,5 cm und an den langen Seiten hat es 4,2 cm. Die Maße müsst ihr nicht nehmen, ihr könnt auch beliebig große Obelisken machen, wie es euch taugt. Ich nehme die aber und der nächste Schritt wird sein, ich habe hier ein Styrodur-Stück. Das ist ein Abfallstück, das ist ja nicht mehr, das ist nicht gerade, aber es reicht mir auf jeden Fall. Und dort werde ich jetzt mit Sicherheitsnadel, also mit Stecknadel, werde ich hier die Schablonen festmachen. Und dann gehe ich zum Proxom Heißdrahtschneider und schneide mir diese Schablonen aus. Das mache ich jetzt mal soweit fertig. Und dann sehen wir uns im Heißdrahtschneider. So, ich habe mir jetzt mal meinen Proxom Heißdrahtschneider aufgebaut. Und wie ihr sehen könnt, habe ich hier das Trapez mit Hilfe der Stecknadeln auf das Styrodur gepinnt. Und jetzt habe ich den Proxom Heißdrahtschneider auf die niedrigste Stufe eingestellt, weil ich fahre jetzt hier Freehand einmal die Kanten entlang. Hoffentlich klappt das auch vor der Kamera. Ich probiere es einfach mal. Also wirklich, es ist wirklich ganz kalt eingestellter Draht und ich hänge schon an der ersten Nadel. Juhu. Das war nix. Die muss ich gerade reinstecken. Probieren wir es nochmal. Vielleicht sollte man auch besser als Schablone Pappe nehmen, anstatt wie ich Papier. Aber es geht. Muss mich ein bisschen konzentrieren. Aber wenn das jetzt hier krumm und schief wird, brauche ich auch keinen Obelisken bauen. Ihr fragt euch jetzt auch bestimmt, warum ich einen Necron-Obelisken baue. Aus dem einfachen Grund, weil wie es... Oh, ich hänge wieder an der Nadel. Tun wir auch gleich mal hier. Aus dem einfachen Grund, wie ihr alle mitbekommen haben solltet, kommt jetzt die 9. Edition von Warhammer 40.000 raus. Und da gibt es in der Starterbox zur 9. Edition zwei Armeen. Einmal, wie soll es anders da sein, Space Marines. Und des Weiteren gibt es noch Necrons. Und für die Necrons baue ich jetzt einfach mal ein bisschen Gelände. Einfaches, aber effektives, schönes Gelände. Gut. Sieht ganz brauchbar aus. Das mache ich jetzt für mit allen Seiten hier. Das Dreieck, das mache ich mit dem Cutter. Das können wir gleich mal hier vor der Kamera machen. Da gehe ich gerade her. Fahre einmal vorsichtig die Linie entlang. Und nochmal. Oh, ich darf echt diese Nadel nicht so schräg reinstecken. Naja. Wunderbar. Und das gleiche noch auf der anderen Seite. Und dann haben wir hier ein schönes Dreieck. Das mache ich aber nicht mehr auf meinem Proxon, sehe ich gerade, weil ich habe jetzt hier zwei Macken. Das ist nicht schön. Egal.
Gut, ich schneide es jetzt fertig aus und dann geht's weiter. So, ich habe jetzt einmal die Trapezform ausgeschnitten und mit dem Cuttermesser die Dreiecksform. Und jetzt nehme ich meine Anschlaghilfe hier, habe die ungefähr auf 4 mm eingestellt. Von der Temperatur her bin ich beim Proxon jetzt auf 2,5. Und jetzt schneide ich mir hier 4 Scheiben runter. Gut, so sieht das Ganze dann aus. Und das Ganze mache ich jetzt hier 4-mal, beim Dreieck auch. Und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe jetzt erstmal alle Teile ausgeschnitten. Das sind einmal 4-mal das Dreieck und 4-mal das Trapez. Legen wir es zur Seite. Und ich habe noch die Bodenplatten ausgeschnitten, weil ich möchte, dass der Obelisk auf einem Podest steht. Oder muss er besser gesagt sogar. Einmal von 11,5 auf 11,5 cm und einmal auf 9 auf 9 cm. Da werde ich jetzt noch die Kanten brechen. Das mache ich mit einem 45 Grad Winkel. Dazu nehme ich meinen Proxon, schiebe den hier hinter auf Position. Seht ihr das? Nein, ihr seht es nicht. Ich schiebe den hier hinter auf Position. Ich habe schon eine Markierung, wo ich ungefähr weiß, wo 45 Grad sind. Das muss ja nicht hundertprozentig sein. Spanne ich ihn ein, ziehe den Draht fest. Erhöhe ein bisschen die Temperatur und lege das Ganze jetzt hier so an, dass ich hier einfach die obere Ecke wegschneide. So sieht das ganz gut aus. Ja. Gut, ich kann Finger verbrennen. Wunderbar. Und das mache ich jetzt an allen 4 Seiten. Gut. Okay, das mache ich jetzt mal soweit fertig. Und dann geht's weiter. So, hier sind jetzt alle Teile, die wir brauchen. Aber damit der Obelisk noch ein bisschen cooler aussieht, wenn wir hier ein Necron-Symbol reinschneiden, dazu nehme ich mein Bastelskalpell. Und ich habe mir einfach aus dem Internet ein Necron-Symbol ausgedruckt. Ihr müsst es entschuldigen, das ist ein bisschen verknittert, das lag schon im Müll. Das habe ich dann auf den Karton übertragen und ausgeschnitten. Das sieht dann so aus. Und das Symbol werde ich jetzt hier halbwegs vermitteln. Mal gucken, dass er auch gerade sitzt. Mit den Nadeln mache ich es fest. Ja. Und das fahre ich jetzt erstmal lieber mit dem Stift nach. Mit dem Kugelschreiber. Und dann werde ich es mit dem Cuttermesser ausschneiden. Ja, das passt schon. Okay, das mache ich jetzt. Und dann gehe ich ans Ausschneiden. So sieht das Ganze jetzt aus. Und ich fange jetzt einfach mal an, vorsichtig, upsala, Matte verschoben. Und ich fange jetzt mal an, vorsichtig mit dem Cutter hier die Striche nachzufahren. Und schneid hier vorsichtig das Teil raus. Das Symbol. Wenn ihr das Teil hier in der Mitte ausschneidet, diesen Kreis, können wir mal anfangen. Seht ihr überhaupt was? Dann dürft ihr den danach nicht wegschmeißen. Den brauchen wir nämlich noch. Sonst macht das Symbol später nichts her. Okay, ich glaube, ich bräuchte eine neue Klinge.
Mache ich mir schon rein. So, zurück mit neuer Klinge. Jetzt sollte sie richtig abgehen. Genau. Also wie gesagt, die Mitte aufheben. Wenn sie nicht schön ist, schleift man sie noch ein bisschen nach, damit extrem feinem Schleifpapier. Stellt sich aber auch gerade wieder Spenz hier an, ist ja klar, wie ich die Kamera an habe. Gut, so sieht es aus. Aufheben die Mitte, brauchen wir später noch. Und dann geht es hier weiter. Das sollte soweit klar sein. Ich mache das schnell fertig und dann geht es weiter. So, beim Raustrennen müsst ihr echt ein bisschen vorsichtig sein. Nicht, dass ihr dieses Trapez zerbrecht. Also lieber nochmal nachschneiden, wenn es irgendwo ein Eckchen hängt. Und vorsichtig rausdrücken, nicht mit Gewalt. Hier hängt zum Beispiel noch ein bisschen. Ich habe schon durchgeschnitten. Na, komm schon. So, jetzt wird es was. Da hängt es noch ein bisschen. Ich möchte es nicht kaputt machen. Jawohl. Sehr schön. Und dieses Teil will ich auf jeden Fall aufheben. Vielleicht braucht man das nochmal für irgendwelche anderen Nikon-Geländeteile. Gut. So, hier haben wir nochmal die ganzen Teile. Einmal die vier Trapeze, die vier Dreiecke und die zwei Teile für den Sockel und das kleine runde Stückchen, was wir hier aus der Mitte ausgeschnitten haben. Der nächste Schritt wird sein, dass wir diese ganzen Teile miteinander verkleben. Dazu habe ich mir ein bisschen Holzleim hier, schön reingelangt, ein bisschen Holzleim hier auf meine Teflonfolie gepackt und ich habe mir Stecknadeln zurechtgelegt. Und ich fange jetzt einfach mal an. Ich nehme hier dieses Mittelteil. Das Teil lege ich mal zur Seite. Und werde jetzt einfach mal hier links und rechts, habe einen alten Pinsel dazu genommen, die Seiten ordentlich mit Leim bestreichen. Jawohl. Jetzt nehme ich gerade das andere Teil und setze es hier an der Seite drauf. Das einigermaßen bündig ist. Und fixiere es, upsala, und fixiere es mit Stecknadeln. Fange ich hier oben an. Dann eines in der Mitte. Und eine noch hier unten. Gut, das gleiche Spiel hier auf der anderen Seite. Man kann auch noch ein bisschen Leim jetzt hier innen drin verteilen, dass es auch wirklich später schön hält und eventuell ein paar Hohlräume ausfüllt.
Jawohl. Gut. Das gleiche jetzt hier. Oh, der Pinsel ist echt uralt. Aber egal, dafür erfüllt er seine Zwecke. Ja, ich freue mich auf die Necrons der 9. Edition. Die sehen echt cool aus. Und ich denke mal, da werden sich einige drauf freuen. Und vielleicht wird auch der ein oder andere mit der 9. Edition erst anfangen mit 40k. Und deswegen machen wir hier so einen schönen Obelisken, dass ihr einfach schnelles Gelände habt. Nee, damit ihr einfach gut und schnell Gelände zusammenbauen könnt, was einigermaßen aussieht und auch noch einen coolen Effekt mit sich bringt. Gut. Das sollte soweit klar sein. Ich mache jetzt mal den Obelisken untenrum fertig. Und dann gehen wir ans Dreieck an die Spitze des Obelisken. Gut, bis gleich. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe noch zusätzlich zu den Stecknadeln mir Haushaltsgummis besorgt und habe die einmal hier 3 Stück insgesamt um den Obelisken rumgezwirbelt. Und jetzt lasse ich den mal gut 1-2 Stunden trocknen. Und das gleiche Spiel machen wir jetzt auch mit den Dreiecken. Ich nehme mir eins gerade in die Hand, werde beide Seiten mit Klebstoff, also mit Holzleim, bestreichen. Ich muss zugeben, bei der kleinen Pyramide jetzt hier ist es ein bisschen mehr gefunden, weil die Teile dann auch kleiner sind. Fixiere ich auch gleich Stecknadeln. Aber wenn es später ein bisschen krumm und schief ist, schleifen wir uns das noch zurecht. Gut. Also das Prinzip ist das gleiche wie beim Obelisken. Hier seht ihr. Und das gleiche mache ich jetzt noch mit diesen beiden Teilen und dann verbinde ich die. Gut. Das mache ich und dann setzen wir die Pyramide oben auf den Obelisken drauf. Bis gleich. So, die Spitze, also die Pyramide sieht im Moment so aus. Zugegeben, das war echt jetzt ein Gefummel. Aber es ist machbar mit Stecknadeln und vielleicht noch ein Gummi. Und jetzt klebe ich die Pyramide oben auf den Obelisken drauf, also auf das Trapez. Und fixiere ihn mit Stecknadeln. Ich geiz hier auch nicht mit Leim. So. Und jetzt vermittle ich das so gut wie es geht. Es wird nicht hundertprozentig passen, das macht aber nichts. Und fixiere den Spaß, indem ich die Stecknadel, die in der Pyramide drin stecken, einmal komplett durchschiebe. Oh Mann. Vor der Kamera ist sowas immer klasse. Okay, kriege ich dann wieder raus. Ja, die ziehen wir nochmal schräger an. Das war ins Leere. Also ist schon ein bisschen gefummelt. Aber das schafft ihr. Ich schaffe das auch. Gut. Ich richte das jetzt mal aus. Vor der Kamera ist es ein bisschen blöd, aber ihr wisst so, wo die Reise hingeht. Und dann lasse ich das mal, wenn ich es ausgerichtet habe, gut 2 Stunden trocknen. Und dann werde ich wahrscheinlich mit Spachtelmasse noch ein bisschen drüber gehen, ein paar Spalte zumachen und dann schleifen wir das ein bisschen so, wie wir es brauchen. Okay, bis dann. So, ein kurzer Nachtrag. So sieht das Ganze jetzt aus. Ihr seht, ich habe hier auch 1-2 kleine Spalte. Die kriege ich im Moment nicht weg, muss ich warten, bis es angetrocknet ist. Macht gerade nicht viel her. Sieht eher aus wie eine Voodoo-Puppe von einem Obelisken. Aber ja, wird schon. Wie gesagt, lasse ich jetzt erst betrocknen. Und dann geht es weiter.
Den Pinsel, den ich hier benutzt habe, den wasche ich jetzt erstmal gut aus, weil kein Pinsel hat verdient, im Leim zu sterben. Von daher muss ich jetzt ein, zwei Stunden warten und dann geht's weiter. Der Obelisk, also der Leim, ist jetzt getrocknet. So sieht das Ganze jetzt aus. Ihr seht hier oben, das ist doch alles krumm und schief ein bisschen. Das macht aber gar nichts, weil ich fange jetzt an, hier diese Seiten zu schleifen und bündig zu machen. Und dazu nehme ich 180er Schleifpapier. Das ist ziemlich feines Schleifpapier und das würde ich euch auch empfehlen, weil alles, was gröber ist, reißt das Styrodur kaputt. Und das geht wirklich richtig gut. Ich fange jetzt einfach mal an. Und schleife die Kanten bündig. Ihr seht, das geht richtig gut und ich schleife auch hier die Ecken ein bisschen rund. Dann hat es später eine coolere Optik. Und auch hier steht es über, schleife ich drüber. Und wenn ich das alles fertig habe, werde ich hier diese Spalte, die noch da sind, werde ich mit Spachtelmasse zumachen. Ja, dann wird es auch eine richtig schöne Spitze jetzt. Okay. Soweit klar. Das mache ich jetzt erstmal fertig. Und dann zeige ich euch das Ergebnis. So sieht das Ganze jetzt nach dem Schleifen aus. Ich habe hier ein bisschen alles angepasst. Aber ihr seht, hier sind echt noch ein paar Spalte da. Und die mache ich jetzt mit Spachtelmasse zu. Und zwar habe ich mir da aus dem Baumarkt so Reparaturspachtelzeug geholt. Und da habe ich mir gerade hier was auf meine Teflonfolie gepackt. Und nehme das auf den Finger. Und schmier das jetzt hier einfach zu. Kann sein, dass ich das nach dem Trocknen noch ein bisschen schleifen muss. Aber das macht ja nichts. Zum Schleifen muss ich sagen, ich habe das jetzt draußen gemacht. Wenn ihr das drin machen müsst, benutzt bitte eine Maske. Weil das Styrodur, das ist schon ein richtig feiner Staub. Der setzt sich in die Lunge ab. Und da bleibt er. Das muss ja nicht sein. Gut, ja, das muss ich auf jeden Fall nochmal schleifen, aber ist ja halb so wild. Ich würde sagen, ich spachtle es jetzt erstmal komplett zu, dann schleife ich es und dann sehen wir uns zum Schwarzmalen. Gut. Bis gleich. So, nachdem die ganze Spachtelmasse getrocknet ist, sieht das jetzt so aus. Und ich schleife hier nochmal mit meinem Schleifpapier von vorhin nochmal drüber. Und mache das hier wieder richtig schön glatt. Upsala. Und hier bricht mir ein Stück vom Obelisken ab. Ich habe es erst beim Schneiden bemerkt. So, da ich da keine Übergänge mehr habe. Und wenn ich das habe, dann malen wir den ganzen Obelisken schwarz an, von innen und von außen und den Sockel auch. Gut. So, ich habe jetzt den Obelisken abgeschliffen. Jetzt nehme ich mir hier einen alten Joghurtbecher, Mascarpone war das hier, also ein Käsebecher. Nehme mir ein bisschen Acrylfarbe aus dem Hobbybedarf. Kipp die hier rein. Upsala. Hau noch ein bisschen Holzleim dazu, um das ganze Styrodur-Gedöns zu versiegeln. Jawohl. Und ein paar Spritzer Wasser. Gut. Mein Allround-Pinsel.
Jetzt fange ich einfach mal an. Den Obelisken zu bemalen. Wie gesagt, innen und außen. Falls ihr euch fragt, warum ich das auch innen mache. Ganz einfach, weil ich möchte noch später LEDs verbauen bei dem Obelisken. Und da kann es passieren, wenn ich ihn innen nicht bemale, dass das grüne Licht durchschimmert durch die Poren des Styrodurs. Und es sieht nicht schön aus. Und deswegen mache ich das gleich gründlich von innen und von außen. Gut, der sollte soweit klar sein. Das mache ich jetzt schnell fertig. Den Sockel male ich auch gleich an. Und dann geht es auch schon weiter. So, ich bin jetzt mit dem Schwarzfärben fertig. Hier unten den Rand, den habe ich gelassen. Aber ihr seht, innen habe ich es gemacht. Sowie auch den kleinen Punkt, den wir hier in der Mitte ausgeschnitten haben. Und das Podest natürlich auch. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Bemalung. Die ist eigentlich ganz simpel. Dazu nehme ich hier meine Teflonfolie und ein Stückchen Blisterschwamm. Ihr könnt auch normalen Küchenschwamm nehmen, ist kein Problem. Und ich nehme hier so billige Acrylfarbe. Aus dem Supermarkt ist die, glaube ich. Und da packe ich mir ein bisschen was auf die Palette hier. Oder besser gesagt auf die Folie. Und gehe jetzt her, tupfe den Schwamm ein bisschen trocken. So, dass es ungefähr so aussieht. Na, ein bisschen mehr noch. Und fange jetzt an, hier schön vorsichtig die Kanten zu tupfen. Da müssen wir auf jeden Fall ein paar Mal drüber gehen. Dann sieht es später aus wie ein richtig cooler Leuchteffekt. So, hier war ich ein bisschen zu kräftig, aber macht gar nichts. Das blenden wir alles noch. Auch hier oben dann. Ein bisschen Farbe aufnehmen. Auch dann hier oben. Gut, ich habe auch nicht so wirklich viel Erfahrung mit Necron-Gelände, warum auch. Deswegen mal schauen, ob das was wird. Sieht aber auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Wenn wir schon dabei sind, nehme ich den Schwamm, nehme jetzt eine Ecke davon nur und fahre hier mit der Ecke auch einmal hier unten entlang. Also das Symbol im Endeffekt. Könnt ihr das sehen hoffentlich? Einen Moment. Genau, da versuche ich ein bisschen genauer zu arbeiten. Wenn euch das mit dem Schwamm zu blöd ist, nehmt einen Pinsel. Wenn ihr einen Airbrush habt, nehmt einen Airbrush. Ich habe leider keine. Aber vielleicht hole ich mir irgendwann mal eine. Ja, das sieht schon gut aus. Ja, das wird auf jeden Fall. Da ist ein bisschen viel, nehmen wir ein bisschen den Finger weg. Ja. So, ich mache jetzt mal mit dieser Grün alles soweit fertig und dann zeige ich euch das Ergebnis. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe da auch nicht wirklich sauber gearbeitet, wie ihr seht. Das stört später mal überhaupt nicht. Es fällt auch gar nicht auf dem Schlachtfeld. Ich habe auch hier den kleinen Punkt in der Mitte, der hat ein bisschen grün gekriegt. Per Tupftechnik. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Und wir werden mit einem etwas grelleren Grün, also da ist ein bisschen mehr Gelb anscheinend mit drin, werden wir das gleiche nochmal machen, nur nicht auf der kompletten Fläche, die wir jetzt getupft haben, sondern nur ein bisschen. Dazu nehme ich einen neuen Blisterschwamm. Ich reiß mir gerade ein Stückchen ab. Bin so stark. Gut. Und das gleiche Spiel wie vorhin auch.
Nehme ein bisschen Farbe auf meinen Schwamm. Und jetzt tupfe ich wirklich nur noch hier die Mitte der Kante. Ich nehme dazu auch die Kante des Blisterschwamms. Damit kann ich dann besser arbeiten. Zur Mitte hin ein bisschen mehr, zur Spitze. Weil da leuchtet es mehr, behaupte ich einfach mal. Ja, dann hier noch ein Necron-Symbol hier. Dann mache ich da gerade von innen raus, also muss nicht hundertprozentig sein, Leute. Auf dem Schlachtfeld fällt es dann nicht wirklich auf. Soll ja ein Leuchteffekt auch sein. Ja, das kommt schon cool. Auch den kleinen Punkt. Kriegt auch ein bisschen was. Einfach gerade so ein bisschen mit. Ja, das reicht schon. Super. Gut, so sieht die Mitte jetzt aus. Und im Endeffekt mache ich jetzt das gleiche Spiel. Hier könnt ihr sehen. Hier bin ich schon mit der helleren Grün drüber. Hier noch nicht. Aber ich glaube, das ist mir noch ein bisschen zu schwach, wenn ich es gerade hier durch die Kamera sehe. Ich noch ein bisschen drüber, hier unten vor allem. Aber schön nur die Mitte des Streifens. So, dass es das Zentrum dieses Leuchtens ist. Und hier oben genauso. Okay, das mache ich jetzt mal soweit fertig und dann geht's weiter. Gut, ich bin mit dem zweiten, mit dem helleren Grün fertig. Ich bin sehr zufrieden. Womit ich aber nicht so zufrieden bin, ich bin hier einmal mit dem Schwamm ausgerutscht und auch hier hinten habe ich ein, zwei Patzer drin. Deswegen bessere ich jetzt noch schnell ein bisschen mit Schwarz aus. Das ist ja kein Problem. Gehe ich gerade her. Fahre hier einmal drüber ein bisschen. Das sieht man dann später nicht mehr. Das könnt ihr auch machen, falls ihr ein paar Stellen habt, die euch nicht so gefallen. Einfach ein bisschen Schwarz drüber, es trocknet dann noch rucki-zucki. Dann sieht später kein Mensch mehr. Ja, manchmal muss man auch ein bisschen ausbessern. Die Zeit sollte man sich aber nehmen, weil es danach einfach cooler aussieht. So, ich habe jetzt hier ein bisschen ausgebessert mit Schwarz, da wo es mir nicht gepasst hat. Da trocknet es auch gerade, stört uns aber überhaupt nicht. Wir können jetzt weitermachen und zwar kommt jetzt was Cooles. Und zwar habe ich mir Transparentpapier besorgt und dieses Transparentpapier schneide ich mir jetzt zurecht und klebe es von innen in den Obelisken rein. Dann halte ich mal eine Schere hier, halte es mal kurz grob so hier hin, leicht schräg. Viel brauche ich nicht. So. Schauen wir mal, wie es passt. Ein bisschen zu viel hier oben. Also spitz zugehen. Es muss ja nur grob passen. Oh Mann. Das ist halt Materialverschwendung, aber der Putzer hat's ja. Na, noch ein kleines bisschen, dann sieht's cool aus. Ja, so passt es gut. Dieses Papier hat zwei Seiten. Das Transparentpapier, da gibt es einmal so eine matte und einmal diese helle. Ich klebe die helle Seite so rein. Jetzt mal gucken, ob es überhaupt passt. Ja, passt ganz gut. Hier unten muss ich ein bisschen was abschneiden. Genau, das mache ich jetzt auch. Ups, ist schwarz reingelangt. Ich schneide hier unten ein bisschen ab.
Genau, und jetzt nehme ich gerade ein bisschen Holzleim. Schmier damit das Papier ein. Auf der glänzenden Seite nicht viel, nur ein bisschen halt. Weil wenn man zu viel nimmt, dann wälzt sich das Papier. Das wollen wir ja nicht. Aber so, dass es hält. Gut. Und jetzt geht es im Endeffekt mit dem eingekleisterten Papier hier rein. So. Ich versuche das ein bisschen festzudrücken. Ich hoffe, ihr seht das. Ja, das wird schon. Falls man nicht rankommt, mit wegen der Verlängerung. Das erste, was ich in der Hand habe, ist die Zahnbürste. Dann drücke ich hier oben gerade ein bisschen fest. Und ich kann doch die Zahnbürste nehmen, ist ein bisschen Platz müssen. Oh, ey. Putze. Das war echt Zufall, Leute. Also ich habe mir hier diese Zahnbürste zurechtgelegt. Die lag gerade da, weil ich was entferne noch nebenbei. Ja, coole Sache. Das gefällt mir. Gut, machen wir gleich weiter. Kleben wir den Punkt noch in die Mitte. Dazu, wer hätte es gedacht? Ein kleiner Tropfen Kleber. Jetzt versuchen wir das Ganze hier halbwegs mittig zu setzen. Dass es auch cool aussieht. Ein bisschen mit dem Finger dagegen halten. Jawohl, das passt so. Ja. Den Sockel habe ich jetzt nicht bemalt, weil ich möchte ihn nicht bemalt haben. Das finde ich so cooler. Man könnte auch, wenn man möchte, diese grünen Striche, also diese grüne Beleuchtung, durchgehend nach unten machen. Ja. Das lasse ich jetzt kurz liegen. Und wir machen jetzt noch was am Sockel. Eine Kleinigkeit, das zeige ich aber gleich. So. Wir nehmen jetzt das Podest und ich habe hier jetzt einfach mal ein Abfallstück Styrodur. Das brauchen wir auch nicht schwarz bemalen. Das hat ungefähr eine Länge von 9 cm und das klebe ich jetzt so ins hintere Drittel dieser Plattform, dieses Sockels meine ich. Und dazu nehme ich einfach Holzleim. Ihr könnt es auch noch schwarz malen, wenn ihr wollt, aber ich lasse es jetzt so, weil man sieht es dann eh nicht mehr. Genau, und ihr fragt euch jetzt bestimmt, was ich da mache. Jetzt kommt nämlich der Clou an der ganzen Sache. Ich habe mir auf Amazon habe ich was Cooles entdeckt, habe ich ein bisschen rumgesucht und habe hier diese Ballonlichter entdeckt. Das sind so Dekoartikel. Da kosten 30 Stück, ich glaube 7 Euro mit Versand. Und wenn man die anmacht, leuchten die grün. Und die werde ich jetzt mit Kit hier dran machen. Ich klebe sie nicht fest, weil ich möchte sie auch immer wieder auswechseln. Hier sind Batterien drin, die kann man dann auch wechseln. Ich möchte es halt halbwegs mobil haben. Was ich jetzt aber noch sehe, ich mache schnell den Sockel mit Stecknadeln fest. Damit er auch da stehen bleibt. Und jetzt nehmen wir einfach mal so ein bisschen Kit. So, man kann da Blutag nehmen oder wie ist das andere? Selitag? Ich habe keine Ahnung, wie das Klump heißt. Ich weiß es nicht. Und dann nehme ich jetzt einfach mal hier so ein Ballonlicht. Ich klebe das mal hier dran. Hab schon ausprobiert. Eins reicht nicht ganz. Nehme ich noch ein zweites. Und das kommt direkt oben drüber. Und dann kann man einfach hier dieses Teil drüber stellen. Das sind Obelisken und dann sieht es so aus. Und jetzt kann man, wenn man möchte, diese Lichter auch anders positionieren. Man kann zum Beispiel das unterste ein bisschen weiter runtersetzen, dass das Licht besser verteilt ist. Und dann sieht das Ganze so aus. Ich finde es eine coole Sache. Können wir kurz hier das Licht ausmachen. Mache ich noch das große Licht aus.
Jetzt wird's romantisch. Ja, und so sieht es dann auf dem Schlachtfeld aus. Und deswegen haben wir auch den Obelisken innen auch schwarz bemalt, weil ich habe da schon ein bisschen rumexperimentiert und wenn das nicht innen drin schwarz ist, dann schimmert jetzt dieses grüne Licht durch. Ja, ich finde es richtig cool. Das macht was her. Fangen wir mal wieder das Licht an. Und wenn es euch gefallen hat, dann schreibt mir das in die Kommentare. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Lasst uns ein Abo da. Ja, und das war es soweit von mir mit meinem ersten jemals gebauten Necron-Gelände. Ich bin ganz zufrieden. Man kann, auch wenn man möchte, ja, was weiß ich, hier noch ein bisschen Gelb reinmachen in der Seite, also in der Bemalung hier an der Seite, dass es noch mehr leuchtet, aber mir reicht es jetzt so. Das ist okay. Ich habe selbst keine Necrons, von daher. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis demnächst hier auf dem Kanal vom Chef Oberboss. Hier war euer Putze. Bis dann.